Das ist jetzt auch wieder ein spannendes Video zu einer spannenden Aufgabe von dem Thema Ableitung mit Differenzenquotient. Wir sind schon in der Übung 3, das heißt, es ist schon die letzte Übung von diesem Unterkapitel. Und im Mittelpunkt dieser Übung steht jetzt hier halt die Funktion f von x ist gleich x hoch 3, die siehst du da oben. Und die möchte ich als erstes hier erstmal einzeichnen. Ne? Mal zeichnen, üben ist ja auch mal gut. Also für x meinetwegen eine 1 eingesetzt, dann hat man 1 hoch 3 ist 1. Das heißt, dann liegen wir hier. Eine 0 eingesetzt, oben ist dann 0, das rauskommt. Wenn man eine 2 einsetzt, hat man eine 8. Wenn man eine minus 1 einsetzt, kriegt man auch eine minus 1 raus. Das wird hier ein bisschen eng. Wenn man eine minus 2 einsetzt, kriegt man auch eine minus 8 raus. Die kann ich hier auch gerade noch so einzeichnen. Und wenn ich eine 3 einsetze, habe ich 3 mal 3 ist 9 und nochmal mal 3 sind 27. Das kann ich hier oben schon gar nicht mehr einsetzen. Das ist dann hier, sagen wir mal, hier so irgendwo. Okay, probieren wir das Ganze mal so ein bisschen einzuzeichnen. Also die Funktion kommt jetzt hier so runter, trifft dann diesen Punkt hier, geht dann noch ein bisschen weiter runter. Ja, das hätte ich jetzt erstmal sichern sollen, egal. So, kommt dann hier durch den Ursprung. So, das hier nach unten ist besser geworden. Also so sieht ungefähr diese Funktion aus. Und diese Funktion heißt f von x. Das ist die Ausgangsfunktion und wir sollen jetzt hier die erste Ableitung bilden. Das heißt, gesucht ist hier diese Funktion f' von x, denn das ist die Ableitungsfunktion, das ist die Differentialfunktion hier von der Ausgangsfunktion und die kann man zum Beispiel mit der h-Methode bestimmen und in dem Zuge üben wir eben die h-Methode nochmal, aber hier ist nicht ein x0 definiert. Das heißt, hier soll ich nicht für irgendein x-Wert die Steigung wirklich in dem Punkt ausrechnen. Also zum Beispiel eine Tangente hier bei x gleich 1 zum Beispiel in diesem Punkt hier berechnen, wo man dann sagt, okay, die Steigung in diesem Punkt ist jetzt hier eben an dieser Tangente zu sehen. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir sollen eine allgemeine Aussage darüber treffen, wie eben die erste Ableitungsfunktion aussieht und das machen wir mit der h-Methode und wenn wir die erste Ableitung haben, dann zeichnen wir die da oben ein. So, ich habe die Aufgabe hier jetzt hier ohne diese Grafik nochmal hier nach unten kopiert. Und hier können wir sie uns nochmal gut angucken, denke ich. Die Aufgabe vorgelesen habe ich schon. Es geht um die Funktion x hoch 3. Das sollte man sich klar machen. Und es gilt, x ist gleich x0 plus h. Auch das schreibe ich hier nochmal drunter. X ist gleich x0 plus h. Das musst du dir immer klar machen. Das ist nämlich der Hauptteil das ist sozusagen der Kern dieser h-Methode, dass man sagt, man addiert zu einem x-Wert x0 einen bestimmten Abszissenabschnitt, also einen bestimmten Abschnitt auf der x-Achse dazu. Und den nennt man h. Das heißt, man startet mit zwei Punkten. Einen Punkt x und einen Punkt, also einen Punkt x0 und einen weiteren Punkt, wo man ein bisschen was dazu zählt. So, und das ist einfach hier sozusagen der Kern dieser h-Methode. Und hier oben siehst du nochmal den Differenzenquotienten. Wenn wir das jetzt ausfüllen, dann haben wir hier in dieser Form, schreiben wir es nochmal, bevor ich das dir jetzt zeige, da machen wir hier nochmal eine kleine Sache dazu. Wenn ich dieses x ist gleich x0 plus h da jetzt oben einsetze, dann hat man ja hier folgende Form. F von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch, und dann hat man hier x0 plus h minus x0. Hier unten, das machst du dann mit einer bisschen Übung oder so weiter, brauchst du das den Nenner hier gar nicht mehr so hinschreiben und auch in deinem Buch wirst du das so sehen, dass das hier gar nicht mehr gemacht wird, denn wenn man da stehen hat, ich zeig's dir nochmal, x0 plus h minus x0, dann ist ja x0 minus x0 hebt sich ja auf, bleibt ja nur noch das h stehen und genauso ist es auch. Die Formel beschränkt sich dann letztendlich noch im Nenner auf das h. So, und jetzt gucken wir uns nochmal hier dieses erste Ding hier an. Du siehst, im Nenner ist genau das, was ich gerade aufgeschrieben habe, x0 plus h minus x0, wobei x0 minus x0 wegfällt und nur noch h stehen bleibt, das ist genau das. So, und im Zähler muss man jetzt eingeben, x0 plus h in die Funktion eingesetzt. Die Funktion f steht hier oben, das ist x hoch 3, also musst du x0 plus h für x da einsetzen. Das heißt, du hast x0 plus h in Klammern hoch 3 und das steht hier. Minus einfach nur x0 in die Funktion eingesetzt, somit x0 hoch 3. Ich denke, das ist hier klar. Mach dir das wirklich deutlich, denn da passieren die meisten Fehler oder da sind auch die meisten Probleme in der Schule, dass die Leute dieses x0 plus h hier nicht für das x sozusagen richtig einsetzen können. Aber wenn das eine Funktion hoch 3 ist, dann muss das eben so aussehen wie hier. Gut, dann
wird ein bisschen gerechnet. Und dadurch, dass jetzt hier steht x0 plus h hoch 3, ist das ein bisschen schwierig. Das musst du nacheinander ausmultiplizieren. Oder mit dem Pascalschen Dreieck, kann ich jetzt hier leider nicht wiederholen. Aber wenn du dir x0 plus h einfach dreimal in der Multiplikation hintereinander schreibst, das heißt, du schreibst dir auf x0 plus h mal, also das ist sozusagen der mühsamste Weg, aber so kommt man natürlich auch ans Ziel, wenn man mit dem Pascalschen Dreieck und diesen ganzen Koeffizienten da nicht mehr klarkommt. Dann schreibt man sich das so auf und muss das halt ausmultiplizieren und das, was hier rauskommt aus der ersten Ausmultiplizierung, nochmal mit der dritten Klammer ausmultiplizieren und dann hast du am Ende das hier. Also von hier bis zu dem h hoch 3 und am Ende noch minus x0 hoch 3. So, wenn du das dann so siehst, dann siehst du schon hier, zack, und zack, das heißt, die beiden hier, die heben sich gegenseitig auf. Na, ich mache es nun mal weg wieder, damit man das besser sehen kann. Und es bleibt dann einfach nur noch das hier stehen, also dieses hier weg. Und es bleibt dann noch das hier stehen und mehr ist da sozusagen im nächsten Schritt gar nicht passiert. Und ja, jetzt hier, das könnte ich vielleicht sagen, hier hat man dann im Zähler ein H ausgeklammert. Das heißt, wenn du hier ein H ausklammerst, dann bleibt sozusagen noch ein bisschen was hier über. Dann hast du hier unten ein H und die beiden kann man dann wegkürzen. Somit fällt der Nenner dann weg und ein H fällt hier überall raus. Somit bleibt dann noch stehen 3x0 hoch 2 ohne das H plus 3x0 mit einem H noch. Das war vorher ein H hoch 2 und hier war ein H hoch 3. Das verringert sich um 1 zu H und zu H hoch 2. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt hat man sozusagen hier diese allgemeine Form stehen und man hat hier aber noch ein H stehen. Und man möchte jetzt diesen Unterschied zwischen x0 und x0 plus h, hier siehst du ja einmal x und einmal x0 plus h, diesen Unterschied zwischen den beiden, dieses h, das möchte man jetzt nicht mehr haben. Man möchte jetzt aus einer Sekante eine Tangente machen. Und deswegen muss man h gegen 0 laufen lassen. Ich habe das in den anderen Videos mal so ein bisschen ausführlicher erklärt, deswegen schau dir die auf jeden Fall nochmal an, weil ich die jetzt hier nicht nochmal unterbringen kann. Das ist immer ein bisschen schade in so einem Video, weil man natürlich auch nicht, ich könnte jedes Video hier 40 Minuten machen, aber das willst du ja auch nicht, das dauert ja viel zu lange und jeder hat ja unterschiedlichen Wissensstand. Guck's dir aber auf jeden Fall nochmal an, wenn du da Probleme hast. Dieses H lässt man jetzt gegen 0 laufen. Bedeutet, alles das, was man hier vorher als H hatte, wird 0. Somit hat man hier hinten 3x0 mal 0, das ist natürlich dann 0. Und hier hinten 0 hoch 2 ist auch 0. Es bleibt also nur noch 3x0 hoch 2 stehen. So, das heißt, wir können dann sagen, ist gleich, das was dann jetzt hier rauskommt, ist einfach noch 3x0 hoch 2. So, und das ist die grundsätzlich erstmal die Ableitung dessen. Und wenn man das jetzt nicht eben hier mit so einem x0 darstellt, sondern eine allgemeine Aussage treffen will, dann sagt man einfach, die erste Ableitung der Ausgangsfunktion ist 3x zum Quadrat. So, und dieses Ergebnis, was wir da jetzt raus haben, das müssen wir jetzt hier oben eintragen. Also, hier oben kann ich hier nochmal einmal übertragen. Das Ergebnis, was wir rausbekommen haben, ist 3x hoch 2. So, und das tragen wir mal, ja gut, hätte ich jetzt auch schon mal rot machen können. So, machen wir so. Das tragen wir jetzt hier nochmal dazu ein. So, 3x hoch 2, wir setzen die 0 ein. Dann haben wir auch hier eine 0. Wir setzen eine 1 ein, dann haben wir eine 3. Das ist ja eine quadratische Funktion, das heißt, die muss hier um die y-Achse symmetrisch laufen. Das heißt, wenn ich hier eine minus 1 einsetze, kriege ich auch eine 3 raus. Wenn ich eine 2 einsetze, kriege ich 2 hoch 2 sind 4, mal 3 sind 12. Und genauso auf der anderen Seite bei minus 2 ist es auch 12. So, und die Punkte reichen dann eigentlich schon, es wird dann eh alles zu groß. Hier hat man dann auch wieder die 3 hoch 2 sind 9 mal 3 sind dann auch 27, von daher das läuft dann hier so Richtung dieser f von x auch. Das heißt, es kommt hier genauso runter. So. Kommt dann hier Richtung Ursprung und kommt dann hier wieder hoch. Ja, Freihandzeichen ist immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich sieht die jetzt so aus, das ist die f' von x, das kannst du sicherlich in deinem Heft sauberer, aber du siehst, jetzt hat man die Ausgangsfunktion, die blaue, zusammen mit der roten Ableitungsfunktion. So, und jetzt nach diesem Gekrickel zeige ich dir jetzt nochmal, wie das so schön aussieht. Hier hast du jetzt also nochmal die Ausgangsfunktion und eben auch die erste Ableitungsfunktion f' von x. Und was ist die Aussage? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt in diesem Themengebiet Differentialrechnung das sage. Und das ist wirklich absolut wichtig.
Die Ausgangsfunktion hat an jedem Punkt eine unterschiedliche Steigung. Also wenn du da eine Tangente ranlegst, dann siehst du ja, lege ich hier unten eine Tangente an, dann steigt die von links unten nach rechts, rechts oben und dann wird die immer flacher, flacher, flacher. Im Ursprung ist sie super flach, da kann, muss ich sie sozusagen so hinzeichnen, da hat die gar keine Steigung. Und wenn ich mich dann nach rechts weiter bewege, werden die Tangenten immer mehr ansteigend sein. Und genau das drückt jetzt die erste Ableitungsfunktion aus. Denn die erste Ableitung, die drückt aus, wie die Steigung in einem Punkt ist. Also, wenn du jetzt hier dir die Steigung anguckst, klar, wir machen das in den nächsten Videos auch nochmal alles ausführlich, aber wenn du dir hier mal anguckst, wie ist die Steigung in der blauen Funktion, meinetwegen an dieser Stelle hier, die ist positiv. Bei minus 1 ist die positiv. Also hat sie auch hier einen positiven Funktionswert in der ersten Ableitung. Die ist ungefähr, die erste Ableitung, also die Steigung bei minus 1 ist 3. Das heißt, die Tangente an dem Graphen bei x gleich minus 1 hat die Steigung 3. Die Steigung bei auf dieser blauen Kurve bei 0 ist 0 und deswegen ist auch der Funktionswert der ersten Ableitung an der Stelle x gleich 0, 0. Das heißt, die Funktionswerte der roten Kurve geben die Steigung im jeweiligen passenden x-Wert der blauen Kurve an. Finde die Steigung der Funktion f von x gleich 2x² plus 3, das siehst du hier, an der Stelle x0 gleich 5 mit der h-Methode. Also so eine Aufgabe hatten wir jetzt noch nicht. Wir hatten schon die x-Methode, wir haben es uns auch allgemein angeguckt und wir haben auch die h-Methode, weil sie so wichtig in der Schule ist, mal allgemein verwendet in Aufgabe 3, aber jetzt eben nochmal eine ganz konkrete Aufgabe mit der h-Methode.